So, da sind wir wieder zurück zu meinem Let's Play The Town of Light. Ich bin's mit der Eurobum 36 und machen nun hier spannend weiter. Wir haben jetzt im letzten Part erfahren was von Geistern. Und wir auch welche zu Gesicht bekommen werden. Hier ist alles zu. Na toll. Ganz offensichtlich muss ich da rein. Also möchte ich erstmal hier entlang. Ich möchte ja die Seite finden. Vielleicht gibt es aber auch 9 Kapitel und ich hoffe, ich habe doch keine Seite verpasst. Tja, hier ist nichts. Montefuscoli, 20. Dezember 1941. Verehrter Herr Direktor, bitte geben Sie mir Auskunft über meine kranke Tochter René T. Wie geht es ihr? Ich habe meine Tochter mehrere Male geschrieben, ohne eine Antwort zu erhalten. Darum bin ich besorgt. Da ich schon längere Zeit krank bin, lässt es meine Gesundheit nicht zu, sie zu besuchen. Ich bitte Sie, mir mitzuteilen, ob und wann es möglich wäre, meine Tochter nach Hause zu holen. Hochachtungsvoll, Ada T. Herrn Dr. C. vorlegen, um die Entlastung der Patientin in Betracht zu ziehen. Nicht überbracht. Wow. Diese komische Musik. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum die Musik ist. Was ist das denn? Ist das ein Elektroschocker oder was soll das darstellen?
Hä, in andere Zimmer komme ich da gar nicht rein. Verstehe nicht, was ich machen soll. Was muss ich denn jetzt machen hier? So, warte. Hat doch gerade gemacht. Also wieder auch die Taschenlampe ausmachen, verstehe. Sie haben dir die Zwangsjacke angezogen. Sie haben dich eiskalt abgeduscht.
Sie haben versucht, dich mit einer Decke zu ersticken. Sie haben dich am Bett festgebunden. Sie haben mich am Bett festgebunden. Eine Frau ist neben mir gestorben. Sie ist an ihrem Erbrochenen erstickt. Sie war festgebunden, weil sie dauernd masturbierte. Ich höre jetzt noch ihr Röcheln. Ich schrie, aber keiner kam. Alle hier drin waren immer nur am Schreien. Dann sah ich auf einmal diese Puppe. Aber es war nicht Charlotte. Nein, das ist nicht Charlotte. Allein gelassen und zusammengefercht in dieser Abteilung. Alte Wunden schmerzten wieder. Er brachte ihn mit. Ich hätte nie mit ihm gerechnet. Er ist gekommen, mir klarzumachen, wer ich war, was meine Mutter getan, was ich getan habe. Es scheint, als ob ich hier drin das Gleiche erlebt hätte wie vorher draußen. Die Puppe, die Angst, das Gefühl der Scham. Ich hätte gern alles, was ich tat, ungeschehen gemacht. Stattdessen habe ich es wieder getan. Immer wieder. Kapitel 9. Okay, entweder habe ich jetzt wieder eine Seite verpasst, weil eigentlich habe ich jetzt alles gründlich abgesucht, aber es gab hier nichts. Wie, ich komme nicht raus. Hä? Monte Foscoli, 12. November 1939. Meine liebe Tochter, ich habe gehört, was passiert ist. Es tut mir so leid. Dass du verlegt wurdest und dich elend fühlst, macht mir große Sorgen. Hab Geduld, du wirst sehen, es geht bergauf. Du wirst behandelt und wieder ganz gesund. Ich bete viel, jeden Tag. Bitte schreib mir oft, erzähl mir alles und sag, was du brauchst. Ich werde tun, was ich kann. Versuch stark zu bleiben. Mama. Das war der letzte Brief, den sie geschrieben hat. Seit ich in dieser Abteilung bin, nur allein sein. Nach diesem Besuch kamen von Mama keine Briefe mehr. Warum dieser Mann? Warum kam sie nicht? Habe ich etwas falsch gemacht? Ich glaube nicht, dass sie mich mein Schicksal überlassen wollte. Was habe ich falsch gemacht? Ich würde ihr gern jetzt antworten können, um den Lauf der Dinge zu ändern. Ich bitte dich, hol mich hier von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Sie haben mir alles weggenommen, alles. Sie tun mir so weh. Ich bin so allein. Keiner weiß mehr etwas von mir. Es ist, als ob ich nicht mehr da wäre. Eigentlich das. Oder auch das. Oh Gott. Ich nehme jetzt einfach mal das.
Auch meiner Freundin hilft mir, tu was. Du hast recht, ich weiß, ich verstehe, mein Verhalten war falsch, wenn du wusstest, wie sehr ich mich schäme. Meine Angst ist so groß, verstehen tue ich kaum was, alles ist durcheinander. So kann ich nicht mehr leben ohne einen Sinn, ich kann noch nicht mal mehr weinen. Aber jetzt weiß ich, mich zu benehmen, ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut, ich werde arbeiten und anständig sein. Ich kann nicht beschreiben, was mir passiert. Manchmal weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Sie hassen mich, er hasst mich, er will mich umbringen, aber keiner versteht das, glaub mir. Ich würde am liebsten sterben. Abends hoffe ich, nicht mehr aufzuwachen zu müssen. Ja, eigentlich ist das die richtige Antwort. So hätte sie mir vielleicht zugehört. Wird sie mir antworten? Was ich mit dem Brief jetzt machen? Die Briefe wurden im Archiv abgegeben. Von da aus wurden sie verschickt. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück. Irgendwie treffe ich manchmal die richtige Entscheidung, manchmal irgendwie nicht. Es ist so zwischendrin bei mir. Klinisches Tagebuch über René T. Symptome und Behandlung. Eine oder mehrere der folgenden anormalen Verhaltensweise angehen. Geschwätzig, nymphoman, albern, labil, impulsiv, gereizt, inkognitiv, nervös, laut, extravagant, erotisch, bedrohlich, launisch, analysierend, roter Kopf, erregt, ruhelos, exhibatratisch, frech, plappernd, hinterlistig, rebellisch, respektlos, faul, verlogen, zickig, gern flirtend, imprimant, beleidigend, grausam, wütend, herrschsüchtig, freundlich. Jetzt kann ich auch in die anderen Räume reinschauen. Jetzt könnt ihr vielleicht die Seite nachträglich finden. Alles gut, Wecker. Ich weiß Bescheid. Vorhin war ja alles zu. Ausgezeichneter Besuch von René T. Datum, Zeit, Personendaten. 10. April 10.1938. Adler T. und Braun. 15. Juni 1938 um 9.15 Uhr, Polizisten wegen Befragung. 25. Juni 1938 um 15.30 Uhr, Frauen M. 20. April 1940, Onofrio P. 13. Juni 1940, unerlaubte Besuche. Okay, der geht nicht mehr. Hier ist nichts. Aber irgendwo muss ja noch die Seite sein. Darf ich gerade zurück, richtig? Richtig.
Tür geht gar nicht auf. Hier ist vielleicht die Seite. Zusammenfassung hinzugefügt. Dreieck. Renés Tagebuch. Das haben wir, glaube ich, gelesen, ja. Ich kauerte mich dann auf den Boden und nässte mich sogar ein. Die Lehrerin versuchte mich dann zu trösten und lächelte mir zu. Aber ihre Zähne und ihre Augen ängstigten mich noch viel mehr. Die Dinge änderten sich. Ich weiß nicht wieso, als ich vielleicht in der zweiten oder dritten Klasse war. Ich kauerte mich dann auf den Boden und nässte mich sogar ein. Die Lehrerin versuchte mich dann zu trösten und lächelte mir zu. Aber ihre Zähne und ihre Augen ängstigten mich noch viel mehr. Die Dinge änderten sich. Ich weiß nicht wieso, als ich vielleicht in der zweiten oder dritten Klasse war. Okay, das Licht kam oft, wenn ich in der Schule war und verwandelte meine Klassenkameraden in Puppen, die mich ärgerten. Mir erschienen sie verwandelt mit blutigen Tierköpfen, wo ihre eigenen hätten sein können. Ich kauerte mich dann auf den Boden und nässete mich sogar ein. Die Lehrerin versuchte mich dann zu trösten und lächelte mir zu, aber ihre Zähne und ihre Augen ängstigten mich noch mehr. Die Dinge änderten sich, ich weiß nicht wieso, als ich vielleicht in der zweiten oder dritten Klasse war. Anwesenheit feststellen. Das war mehr oder weniger zur gleichen Zeit, als ich mich mit Bruna anfreundete. Ich erinnere mich an das Gefühl der Freude, wenn ich mich fast normal fühlte. Das Licht kommt nicht. Die Träume sind verschwunden. Und ich habe eine echte Freundin. Eine, die mit mir spricht. Ich sagte dies immer wieder zu mir selbst, während ich in den Spiegel schaute und nicht mehr länger ein peinliches Spiegelbild sah. Es schien mir, dass die Welt schwierig war, aber nicht mehr länger unmöglich. Bruna. Ich verstand nicht, was Bruna in mir sah, besonders da sie fast 2 Jahre älter war als ich. Ich sagte ihr das immer mal wieder und sie scherzte darüber und sagte, »Nichts. Ich sehe nichts in dir. Das mag ich an dir.« Und dann umarmte sie mich. Aber eines Tages war sie traurig und nachdenklich und sagte zu mir, »Du und ich, wir sind gleich. Täusche dich da nicht. Du bist zurückhaltend und ehrlich. Und ich nicht. Aber das ist der einzige Unterschied zwischen uns. Der einzige.« Dann begann sie zu weinen. Die Erkenntnis in ihren Worten traf mich. Aber erst heute, wenn ich mich an meine Vergangenheit zurückentsinne, verstehe ich, was sie meinte. Das haben wir gelesen. So, das haben wir auch gelesen. Gut. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier weiter im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.